Hier bei mir ist jetzt Andreas Kaluppa. Andreas ist Mitglied von einer der Feuerwehren, die diesen Landesbewerb mitorganisiert haben. Und mich wird natürlich interessiert, was bedeutet das für die eigenen Leute, für die Mitglieder, für die Kameraden, wenn man bei so einem Landesbewerb Mitveranstalter ist? Okay, nein, das ist eine sehr große Freude, dass wir da miterkennen aus Schwandt-Freundal. Und es ist ein super Zusammenhalten innerhalb der Feuerwehr. Und man lernt auch die anderen 5 Feuerwehren noch erkennen beim Aufbau und so. Und es ist eine recht gute Kameradschaft. Und wir freuen uns, dass es so super geklappt hat. Dafür kann man euch wirklich gratulieren. Also das Bewerbsgelände ist wirklich ein Wahnsinn. Ich bin wirklich selber auch beeindruckt von diesem Bewerbsgelände, was ihr hier geschaffen und geleistet habt. Wie viel Arbeit war das jetzt wirklich? Wann habt ihr angefangen? Wie viele Stunden hast du selber zum Beispiel mitgearbeitet? Kann man das irgendwie sagen? Ja, es hat eigentlich schon letzte Woche am Samstag schon gestartet, praktisch mit der Abzäunung und so. Und die Wochen waren wir sehr intensiv da beim Aufbau auf unserer Feuerwehr mit Festzeltaufbau und es sind schon einige Stunden. Und die Planung im Vorfeld, ich weiß ja von dir, wir haben sie ein paar Mal getroffen, du bist ja schon ein halbes Jahr vorher schon immer aufgefahren, hast heute fast aufs Flugfeld. Wann habt ihr angefangen? Die Planung selber eigentlich, was ich von Luisa weiß, hat 2 Jahre vorher schon angefangen und wir sind seit September letzten Jahr da mit Königsschlag, was wir schon mit der Rosenpflege angefangen haben und dass wir den Rosen so hingebracht haben, wie er heute da ist. Andi, gratuliere nochmal, Dankeschön. Dankeschön.